Es geht um Atemnot. Du bekommst nicht richtig Luft. Da gibt es eine ganz einfache Methode, dass du dir selber helfen kannst. Kannst du auch mit Kindern machen, mit älteren Menschen, mit älteren Leuten. Kannst du mit deiner Frau machen, mit deiner Freundin oder umgedreht. Und zwar ist es ganz einfach. Der wichtigste Punkt, das ist der KG-17. Der sitzt hier im Brustwarzenhöhe bei einem Mann. Und das ist ungefähr, muss man so kalkulieren, geht man hier so drauf, kann man hier klopfen, 15, 20 Mal, so klopfen, wie als wenn man so aus dem Handgelenk klopft, so zack, zack, zack. Du kannst aber auch einen Löffel nehmen, den hat ja jeder zu Hause. Und mit dem Löffelstiel gehst du hier so drauf und dann kannst du den Punkt super selber so suchen ein bisschen. Da merkt man eine ganz bestimmte Stelle, die ist sehr empfindlich und dann massierst du so ganz leicht, 10, 20 Sekunden. Also das hat jeder ein bisschen anders, aber hier oben, hier ist er bei mir, ja, gehst du hier so drauf und mit Metall wirkt es am stärksten. Natürlich kann man das machen auch auf nackter Haut, dann hast du noch eine ganz andere Wirkung, weil Metall und dein, das leitet ganz anders. Wenn du jetzt über die Garderobe gehst, das hilft auch, wenn du natürlich irgendwo im Aufzug bist, dann hast du ein Globusgefühl und der steigt alles nach oben, dann hilft das ungemein. Kannst du natürlich auch, wie gesagt, mit der Fingerbeere so machen oder mit den Löffel hier so von der Seite mal so ein bisschen probieren. Und das ist sehr gut für Leute, die auch beim Zahnarzt sitzen und wenn die jetzt einen Abdruck kriegen und haben so ein Würgegefühl, das hilft euch ungemein, macht es mal. Also ich würde es mal vorher schon mal ein bisschen mal üben. Für die Leute, die darunter leiden und eben halt Bedenken haben. Das ist ein super Punkt. Das ist einer der wirksamsten Akupunkturpunkte oder Akupressurpunkte überhaupt. Dann noch ein Verstärker. Das ist Lunge 7. Lunge 7 ist hier, in dem Bereich ist auf dem Lungenmeridian. Wenn man jetzt hier so die Hand so anknickt, dann geht man hier so mit zwei so Fingern, wenn es angeknickt ist, bis hier so dahin. Und da kann man mit dem Daumen so da drauf gehen und den so massieren. Und der strahlt so ein bisschen aus. Ich habe den sofort schon. Jeder hat den ein bisschen anders. Und dann massiert man den schön ruhig, so 10, 15 Sekunden. Auch ruhig mit Kraft, kann man ruhig ein bisschen mehr drücken. Und der soll ja auch wehtun. Und man steuert das ja selber. Hi, hier die Sanotape-Technologie. Klebe Sanotape dahin, wo es weh tut. Hier oben, da, hier. Klebe es einfach da drauf, wo es weh tut. Und bügel das so drauf. Und du wirst begeistert sein. Also, weiter geht's. Dann gehst du hier auf die andere Seite, auch wieder so gesagt so. Du knickst hier so die Hand. Und von da aus nimmst du zwei Finger. So deine eigenen Finger. Und dann gehst du da so drauf. Und dann massierst du den wieder so. So. Richtig feste. Das ist ein Lungenmeisterpunkt. Den aktivieren wir zur Verstärkung. Und dann kannst du eigentlich Folgendes machen. Du kannst das auch mit Metall machen oder mit einem Schlüssel. Und dann zieht man einfach mal so ein bisschen den Meridian so runter, den Lungenmeridian so runter. So 5, 6 Mal richtig kräftig gehst du so rüber. Und dann drückst du hier auf diesen Punkt. Den einmal und einmal den Punkt. Gehst du da so drauf und massierst den so 10, 20 Sekunden. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Ziehst du so runter. Der Lungenmeridian, der verläuft hier auf dieser Seite. Und da wird erst die Linie weiß und dann rot. Dann öffnet man so die Hand, geht hier so her und dann geht man so wieder rüber. Und dann geht man auf den Punkt. So, massiert den so. Der ist genau wo das Eck hier ist. Da gehst du so drauf, so, massierst den so. Und das ist wie so ein Nadelreiz. Und das soll auch so sein. Ja, hier rutsche ich gerade ab. Müssen wir ein bisschen üben. Weil besser ist, wenn die Hand irgendwo aufliegt, auf dem Küchentisch oder so. Der wirkt jetzt volle Pulle, dieser Punkt. Man kann diese Seite auch nehmen. Ja, kann man auch massieren. Aber der ist der richtige, spürt man auch, wenn man das vergleicht. Den Punkt mal massieren oder den. Das ist total hochwirksam. Wenn man den so einsetzt und damit bist du schon auf der Siegerstraße. Also den KG-17-Punkt massieren.
oder klopfen oder so massieren mit Metall ist am besten. Wenn man das auf die Haut macht, ist es noch wirksamer. Kann man natürlich auch durch die Garderobe machen. Und dann haben wir die Meridiane gezogen, den Lungenmeridian, links wie rechts, fünfmal. Drückt dann hier auf diesen sogenannten Hauptpunkt, so massiert man den und dann die andere Seite auch. Dann gehst du da so drauf und massierst den. Machen wir hier so ein kleines Löschchen, dann sieht man den da. Hier habe ich eine kleine Verletzung über Bein, gehört auch dazu. Könnt ihr euch mal ein bisschen freuen über meine kleinen Wehwehchen. Also ich bin ja auch nicht unvollkommen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das mal so durchgezogen habt, dann werdet ihr sehen, wie ihr klarkommt. Macht das mal im Vorfeld und macht das auch mal, wenn ihr in einer bestimmten Situation seid. Am besten auswendig lernen und mal üben. Gegen Würgereiz, gegen Globusgefühl, gegen Angst. Super. Es gibt ja noch den Angstpunkt, der hier sitzt, aber da kommen wir nächstes Mal wieder drauf. Oder ihr geht auf unsere Videos, auf der Kanalleiste, da sind ja die ganzen Videos aufgeschlüsselt für euch. Und wenn ihr ein Problem habt, geht doch auf die Kanalleiste, klickt die an und schaut die euch bis zum Schluss an. Kann ich immer nur wieder sagen. Wir können ja die Kommentare oder die Wünsche nicht immer alle so erfüllen und gar nicht so schnell, weil wenn man mal die Videos von uns vergleicht, da sind ja hunderte, tausende Kommentare und immer frisch, aber auch Wünsche. Und wir versuchen, diese Wünsche immer sofort zu erfüllen. Also umso mehr Leute den gleichen Wunsch haben, desto schneller gehen wir auf so ein Video ein. Also wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Wir freuen uns, abonniert uns und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.